Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type-0 HD. Wir haben beim letzten Mal eine ganz schön heftige Schlacht erlebt, muss ich sagen, die ziemlich viele Tote hervorgebracht hat, die ziemlich viele Opfer gefordert hat. Unter anderem auch Kurasame und Lady Setsuna, die beide jetzt leider hinüber sind, aber auch sehr viele auf militischer Seite. Und außerdem steht zu befürchten, dass Makina jetzt ein Lessie des weißen Kristalls ist. So kommt es mir zumindest vor. So, wir sind jetzt aber am Ende der Schlacht angelangt und ich glaube, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern, weil es zugegebenermaßen schon sehr lange her ist, dass ich hier gespielt habe. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, weil jetzt eine ganze Weile lang keine Folgen mehr kamen von Final Fantasy. Aber ich habe einfach keine Zeit momentan so richtig. Deswegen muss ich das, was ich noch habe, raushauen und ansonsten kommt halt derzeit leider nicht viel. So, aber irgendwie warfen schlimme Ereignisse ihre Schatten voraus, zumindest kam es mir so vor. Ich glaube, Rubrum wollte jetzt auf einmal die Weltherrschaft an sich reißen, während vorher Concordia und Miletus das Ganze machen wollten. Aber wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier bald ziemlichen Ärger innerhalb der Akademie geben wird. Also vor allem Klasse 0 und unsere Chefin, wie heißt sie denn, Dr. Alraysha, gegen die gesamte Führung von Rubrum. Das zeichnet sich so ein bisschen ab. Die wollten ja eigentlich schon lange mal Dr. Alraysha weghaben. Aber wir sehen uns erstmal ein bisschen um, denn wir haben einige Gespräche zu führen. Hey, guys! Got a message for you. What's this? Let's see. Huh? What's the matter? Nothing. It's just... As of today, I'm officially a part of Class Zero support team. Looking forward to it. Take a look at my vermilion cape. What? Why are you all so shocked? These are orders from the top. From Intel, no less. Well, you see, what they told me to do was to join Class Zero and spy on you guys. Spy on us? But... Just a minute. Should you really be telling us that? Yeah, and if you tell us, it's not really spying anymore. Well... I was ordered to spy on you, so I will. But we're friends, you know? I didn't want to hide anything from you. Don't think I volunteered when they asked for a spy because I was worried. And that's the truth. Well, that's how it is, so... If you need anything, you can count on me. See ya! We'll make a great team. Ein großartiger Spion. Ich fand die Übersetzung auch großartig jetzt am Ende. Nehmt mir das Ausspionieren nicht übel, wenn er sagt, we'll make a great team. What? Gut, ja, ich bin mal sehr auf seine Spionagekünste gespannt. Klar, Makina ist nicht mehr in der Klasse, deswegen muss irgendjemand anders jetzt spionieren, ne? Gut, ich glaube, hier oben ist immer bloß Queen anwesend, oder? Also jemand anderen kann man hier auch gar nicht erwarten eigentlich. What's the matter? Ich habe das Gefühl, einige der Kadetten unserer Klasse verstehen nicht genau, was Animal wirklich sind. Das wollen wir uns gerne erklären lassen. Animal sind die Quelle unserer Magie. Und sie sind der Ursprung jedes einzelnen Lebens hier in Oriens. Selbst unter den Rubrummern wissen nur wenige, was es wirklich mit den Animal auf sich hat. Einige der höheren Beamten der Magiefakultät unter Mutter und einige der Wissenschaftler vielleicht. Animal sind Seelen. Mit ihnen hält man Leben in seinen Händen. Deshalb hat Mutter uns den Auftrag erteilt, sie zu sammeln. Ram und Makina unterstützen uns, ohne genau zu wissen, was sie da tun. Wahrscheinlich ist es besser so. Oder glaubst du, die beiden könnten einer Person die Seele entziehen und damit wissentlich den Tod über sie bringen? Aber wir haben keine andere Wahl. Ohne Anime können wir keine Magiestärkung betreiben. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht, dass das Seelen sind, die wir da abernten. Denn genauso kommt es einem auch halt immer rüber, wenn man da irgendwelche Leute umbringt und dann schwebt diese kleine leuchtende Kugel da über denen. Und dann saugt man die Kugel weg. Was soll es denn sonst sein als eine Seele? Also wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ah.
Rem, hast du Machina zufälligerweise gesehen in letzter Zeit? Are you all right? Yeah. I know. You're so worried about Machina that you haven't been eating, right? What? No, I'm not worried. But Machina has changed. Really? Well, you'd know watching him all the time. I do not. But don't you think he seems different since we got back from Milites? What are you talking about? Oh, na sowas. Oh, nothing. Just don't make Rem worry too much, is all. Don't touch me for no reason. Machina? Why, you... Hold it! Fighting amongst ourselves won't help anything. Let's go. And I'll be the one to protect Rem. I don't need help from any of you. What? Cater. Have it your way. Machina. It's okay. I'll protect you, Rem. The Dominion. Aureus. I'll protect it all myself. I'm not going to lose anyone else. Boah, ist das eine Drama Queen, ey. Ist das schrecklich. Also, so ein bisschen dachte man sich ja schon, er könnte mal wieder auftauchen. Aber ich habe jetzt eigentlich schon wieder die Schnauze voll von ihm. Dieser eklige Whiner. Das ist so schrecklich. Er kann ruhig bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber diese Einstellung, ich werde alle alleine beschützen, das unterstreicht irgendwie nur mal die Vermutung, dass er jetzt der Lassie des Weißen Peristyliums ist. Denn ich denke mir mal, wenn man Lassie geworden ist, dann denkt man plötzlich sicherlich, ich habe die Macht, ich kann alles. Das klingt nicht gut, Rem, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wir wissen ja, dass sie eigentlich zum Tode verurteilt ist, ne? Also so hat Dr. Alraysia ja mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Machina ist wieder zurück. Er sieht ziemlich geschafft aus. Was wohl daran liegen wird, dass er Alexanders Macht abhalten musste. Tut mir übrigens leid, wenn das jetzt ein bisschen ruckelt. Irgendwie habe ich heute ziemliche Performance-Schwierigkeiten. Keine Ahnung, was los ist. Ich musste auch gerade schon unglaublich rumfummeln, bis ich überhaupt meine Aufnahme zustande gekriegt habe. So, Unterrichtszeit. Wir haben ja sowieso genug Zeit, von daher können wir auch ruhig alle Lektionen mitnehmen. Kampfgrundlagen 3. Kampfgrundlagen für Experten. Steigerung der EP. Genereller Sinn und Zweck von Missionen, Missionsziele und Zwischenziele. Das kennen wir alles. Was ist denn hier los? Ja. Bin mal gespannt, wie das in der Aufnahme aussieht. Mir ist gerade einfach mal kurz das Spiel in die Taskleiste gerutscht. Warum auch nicht? Also ich weiß nicht, irgendwie lässt mich mein PC heute ein bisschen im Stich. Gut, ich glaube, der Text ändert sich auch nicht, außer dass es jetzt eben für Experten ist. Beginnen wir doch einfach mal die Lektion. Das ist nicht dein Ernst! Die sind ein Paar? Das Gerücht verbreitet sich bereits durch die ganze Akademie. Die trennen sich doch eh wieder. Ruhe jetzt! Der Tom Barry sagt, wir sollen weiterarbeiten. Glaube ich jedenfalls. Entschuldigung! Wir strengen uns jetzt an, kleiner Tom Barry. Hui! Das gab ordentlich Erfahrung. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo ich eigentlich bin. Stufe 47 schon. Wow. Und das ganze Team so. Mensch, King und Nine sind jetzt auch schon in den 40ern beide. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wie der Stand vorher war bei mir. Ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Aber sieht doch ganz gut aus. So. Finde ich schön, dass sie so drauf anspielen, dass der Tom Barry im Prinzip nichts sagt. Ich finde Tom Barry ist ja auch ganz toll in den anderen Spielen vorher. Ich weiß gar nicht, ob die Kämpfe bei Final Fantasy 8 und 9 genauso waren, aber bei Final Fantasy 10, das habe ich einfach noch so im Gedächtnis, weil ich das bis
bis zur völligen Erschöpfung gespielt habe, das Spiel. Da kommt der Typ ja an, also so ein Tomberry, wenn man auf ihn trifft, mit seiner kleinen Laterne in der Hand, in der linken, und mit dem Messer in der rechten, so wie hier auch, und steht erstmal unglaublich weit weg. Und wenn man ihn dann angreift, wird man richtig böse gefickt von allen Geistern der verstorbenen Wesen, die man bisher schon so umgebracht hat. Und man muss ihn erst 4-mal näher kommen lassen, damit man ihn ungestraft angreifen kann. Wenn er dann angreift, kommt er auf einen zugetrippelt und piekst einen mit seinem kleinen Küchenmesser. Ist eigentlich total süß. So, egal. Weitermachen. Magiegrundlagen 3. Steigerung der Magie. Schlagt bitte Seite 138 in euren Lehrbüchern auf, Cooper. Mein Buch hat aber nur 95 Seiten, Moglin. Cooper? Ich hab das falsche Lehrbuch, Cooper. Cooper, ich hatte alles so schön vorbereitet. Mach dir nichts draus, du machst das toll. Ihr seid alle so lieb, Cooper. Danke. Ein verdammt gut organisierter Lehrer. Naja, was soll's. So, dann machen wir doch gleich mit der Vitalitätssteigerung weiter. Steigerung der TP ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Schauen wir es uns an. Ohne Kommandant besteht der Unterricht nur noch aus Selbststudium. Ich habe das Gefühl, Unterricht hätte früher mehr Spaß gemacht. Vielleicht hatten wir einen ziemlich guten Kommandanten. Na und? Bringt doch eh nichts, über den Toten zu quatschen. Nein, hat recht. Wir müssen nach vorne schauen. Also, zurück an die Arbeit. Selbst Machina sitzt mit im Raum, habe ich gerade gesehen. So. Dann noch die Magiesteigerung. Steigerung der MP. Was ist eigentlich mit dem grünen Plüschtier hier? Der Tomberry schien unserem Kommandanten zu gehören. Die Verwaltung bat mich darum, dass wir uns um ihn kümmern. Finde ich schön, dass diesmal aber wirklich bei jeder Lektion ein anderes Gespräch auch da war. Das hatten wir vorher so nicht. Er ist so redselig, es ist wunderschön. Damit gibt es ja jetzt schon 2 von den Tierchen, von diesen Elementarwächtern, die hier ursprünglich mal rumgesprungen sind. Die noch beide an der Akademie herumgeistern. Denn der Kaktor ist ja auch noch irgendwo. Den sieht man halt bloß so gut wie nie. So, der Whiner will reden, na sowas. Oder wollen wir mit dem Whiner reden? Ich weiß es nicht so richtig, eigentlich will ich nicht. What? Okay, ist gut. Ich. Mag ihn da fragen, was los ist? Eigentlich will ich nicht. Ich hatte wohl einfach nur Angst. Angst, die Menschen, die mir wichtig sind, nicht beschützen zu können. Angst, sie zu verlieren. Nein. Ich habe mich mehr davor gefürchtet, allein weiterleben zu müssen. Diese innerliche Leere ertragen zu müssen. So war es doch. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Der Typ ist, keine Ahnung. Also ich kann absolut keine Sympathie für den entwickeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer überhaupt kein gutes Zeichen, wenn man alleine nicht leben kann. Also wenn man nur mit sich selbst irgendwo sein nicht klarkommt. Das ist irgendwie immer so ein Zeichen dafür, dass irgendwas schiefläuft im Leben, würde ich sagen. Wenn es wirklich ganz still ist und man niemanden um sich herum hat, der einen ablenken könnte, sodass man eben nur auf seine eigenen Gedanken und auf sein Inneres konzentriert ist, wenn man damit nicht zurechtkommt, denn dann werden halt irgendwelche alten Geister wieder heraufbeschworen. Und die Performance ist so schrecklich gerade. Kriege ich irgendwo bei paar 20 Frames bloß rum. Naja, was willst du machen? Auf in die Gedenkstätte. Man, Queen told us to come here, but why should I visit a guy's grave when I don't even know him? Well, he was our commanding officer, I guess. But I'm not sad. Just empty. I looked him up. According to the records,
he was kind of a jerk. When they accused us of assassinating the Queen, he didn't even do anything to try and help us. Yeah, when we escaped Milites, we were completely on our own. I don't know what he was like as a commander, but I think Mother really is the only one we can trust. Well, let's go! Huh. Nine, what's wrong? I just feel like I'm forgetting something really important. Like, I really shouldn't be acting like this. What do you mean? Well, I don't know. There's no point worrying about it. Let's go. Yeah. Ja, ihr solltet euch nicht so verhalten. In Kurasame war ganz in Ordnung gewesen. Ich finde daran, eigentlich ist es gar nicht übel gemacht, weil man daran auch merkt, dass sie eben noch alle Jugendliche sind, dass sie solche seltsamen Rückschlüsse dann ziehen, weil er ihnen nicht geholfen hat, da in Milites darauf zurückzuschließen, dass er ein Arschloch war. Weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber klingt nach so einem typischen du bist gut oder du bist ein übelstes Arschloch Rückschluss, den Jugendliche halt so machen, so einen extremen halt. So, ich wechsle mal auf King, weil Seven irgendwo rumstehen könnte. Man weiß es ja nicht. Aus irgendeinem Grund ist die Performance jetzt besser mit King. So, schauen wir uns mal ein bisschen hier drüben um.